Ich habe heute die School of Mens dabei. Die School of Mens ist eine magische Schule der etwas anderen Art, zum Beispiel ohne Lehrer und mit der eigenen Gefahr, dass da Dämonen durch die Wände krabbeln, was für die Schüler häufig mal tödlich ausgeht. Ironischerweise ist sie trotzdem immer noch der sicherste Ort. Die Heldin des Buches heißt Elle und sie ist super tough und ihre Magie neigt zur Zerstörung, weswegen sie sich eher außen vor hält. Da sie aber Bündnisse braucht zum Überleben, ist das nicht ganz einfach für sie. Jetzt ist es eines Tages so, dass sie vom Schulhelden gerettet wird und ab da geht alles nur noch bergab, ihrer Meinung nach. Dieses Buch ist super spannend, recht düster und makaber manchmal, aber voller Sarkasmus, sodass der Leser bestimmt immer wieder lachen muss. Ich zum Beispiel musste. Elle ist super, wie gesagt, sehr, sehr tough und ich fand ganz große Klasse, dass sie am Ende ihren eigenen Weg geht und sie selbst bleibt. Ich kann dieses Buch echt nur empfehlen und ich bin schon jetzt super gespannt auf den zweiten Teil, der im Herbst erscheinen wird.